Hallo liebe Zebra-Fans, hier sind Selina und Melissa und wir drehen heute eine Folge Wie ticken eigentlich? Kommen wir zur ersten Frage. Ausmassieren oder Eistonne? Ausmassieren eher. Eistonne gehe ich nicht so gern, nee. Fankurve oder VIP-Platz? Fankurve, das ist die Atmosphäre besser. Rechter Fuß oder linker Fuß? Rechter Fuß war mein starker. Starspiel oder Teamliebling? Teamliebling, schon. Online-Shopping oder in die Läden gehen? Eigentlich beides, aber ich glaube eher in die Läden gehen, um die Sachen dann nochmal anzuprobieren, bevor ich dann alles wieder zurückschicken muss. In welche Läden gehst du am liebsten dann? Zara oder so, Sportläden, aber auch so Snipes oder so, eigentlich alles. Alles? So. Ja. Dann oben in der zweiten Liga mitspielen oder in der ersten Liga unten drin stehen? Schwierig, aber ich glaube eher in der ersten Liga mitspielen. UNO oder Phase 10? Eindeutig UNO, ja. Warum? Weil ich bin der UNO-König in der Mannschaft. Gegen Mira und Vanessa spielen wir mal hinten im Bus noch und da bin ich eindeutig die Beste. 1 gegen 1 oder Ball vorbeilegen? 1 gegen 1 auf jeden Fall. Was ist dein liebster Trick? Also vielleicht machst du am häufigsten im Spiel? Einfach Übersteiger oder Körpertäuschung, einfach vorbei. Und dann aufs Tor. Ja. Dreckiger Sieg oder Torfestival? Eher Torfestival als Stürmer, mehr Tore. Tor-Schießen. Ja. Fliegen können oder eher Gedanken lesen? Gedanken lesen. Wieso? Glaube ich besser. Einfach wissen, was im Kopf vom anderen vorgeht. Reis oder Nudeln? Das ist schwer. Eigentlich mache ich beides gleich, aber ich glaube, ich würde mich eher für Nudeln entscheiden statt Reis. Mehr Energie. Auf jeden Fall. Spiel im Stadion oder vom Fernsehen schauen? Lieber live im Stadion. Baden oder duschen? Duschen. Lange wach bleiben oder früh ins Bett gehen? Ist einfach. Eigentlich früh ins Bett gehen, fit sein für den nächsten Tag. Elfmeter oder Freistoß schießen? Freistoß. Nicht Elfmeter? Lieber Freistoß. Tor in letzter Sekunde schießen oder Ball in letzter Sekunde von der Linie kratzen? Tor in letzter Sekunde schießen. Stürmer bin ich nicht so oft. Ja. Stimmt. Männer- oder Frauenfußball? Männerfußball. Wieso? Wieso nicht Frauenfußball? Weil PSG meine Lieblingsmannschaft ist von den Männern und auch Neymar spielt da. Ich finde einfach Männerfußball dynamischer ein bisschen als Frauenfußball, schöner anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Mathe oder Sprachen? Eher Sprachen, in Mathe bin ich nicht so gut. Und welche Sprachen bevorzugst du dann? Ja, Englisch halt von der Schule, dann Spanisch hatte ich auch, kann ich ein bisschen was. Und dann noch ein bisschen so Igbo, die Heimatsprache von meinem Papa, aber nur ganz wenig. Ja. Krass. Couch oder Kino? Couch. Lieber zu Hause chillen. Horrorfilm oder lieber eine Komödie anschauen? Lieber Komödie. Das ist sonst zu gruselig. Trainer oder Trainerin? Ist eigentlich egal, aber ich hatte bis jetzt eigentlich mehr Trainer, also ich glaube, ich würde jetzt zu Trainer trainieren. Skiurlaub oder Strandurlaub? Skiurlaub. Besser. Ich mag eher kalt als warm. Ja. Ich nicht. Ich kann nicht Skifahren. Bring ich dir bei. Das war Ticken mit Melissa und Selina. Okay. Wie war der Satz? Das war Wie ticken eigentlich mit Melissa und Selina und vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.